freuen sich für Einführung und auch für die Einladung, überhaupt hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. Ich werde mit Sicherheit auf das Thema, das beide Vorträge wohl zusammenhalten sollen, nämlich Krise und Zukunft des Journalismus, hinsteuern, aber aus einer ganz bestimmten Perspektive, die vielleicht nicht ganz so selbstverständlich ist. Immerhin hat mein Zugang zu unserem gemeinsamen Thema einen hochaktuellen Aufhänger, nämlich die IS-Propaganda, von der Sie ja in den letzten Wochen etwas mitbekommen haben, wenn Sie einfach nur den Fernseher einschalten. Was mir aufgefallen ist, als ich zum ersten Mal, vor allem ja auch in der Tagesschau, also zu prominentester Stelle, die Bilder der IS-Propaganda sah, war eigentlich, hier geschieht etwas Ähnliches. Natürlich typische Akademiker-Assoziation, kein normaler Mensch käme auf sowas. Aber ich meine Assoziation bei der geschieht etwas Ähnliches wie das, was Abi Warburg in der Reformationszeit beobachtet hat. Damals gab es, wenn Sie so wollen, die ersten neuen Medien, ja, neue Drucktechniken, Druck mit beweglichen Lettern, dann auch die Möglichkeit der massenweisen Bildreproduktion, die damals, die ja wahrscheinlich verantwortlich war, auch für den Siegeszug der Reformation. Und was Abi Warburg damals beobachtete, hat er selber Bilderpressefeldzug genannt. Ja, den Bilderpressefeldzug, oder wie er auch sagte, die Schlagbilderpolitik, die damals geboren wurde. Ich finde vor allem diesen Ausdruck Schlagbilderpolitik, also analog zu Schlagzeilenpolitik, wunderbar. Worum ging es da konkret? Man hat absolute Gräuelbilder gezeigt, um die Menschen in Angst und Schrecken zu versetzen. Natürlich vor dem Hintergrund der Verheißung, wir kennen die Lösung, wir können euch retten, wir können euch heilen. Ja? Aber erst muss man mal die Leute wirklich in Angst und Schrecken versetzen, damit man mit den eigenen Heilsbotschaften durchbringt. Also das war meine allererste Assoziation. Und das ist auch wirklich interessant an dieser Terrorgruppe Islamischer Staat, dass sie mit uns fast ausschließlich mit dem Monströsen arbeitet. Es gibt natürlich zwei Seiten dieser Propaganda, wir wollen es nicht zu sehr vertiefen, also es gibt die Propaganda, die sich unmittelbar an die jungen Leute, die orientierungslos sind, richten und ihnen eine Art Heimstätte, eine wahre Familie oder ein wahres kollektives Identitätserlebnis versprechen, das ist die eine Seite, aber die andere Seite der Propaganda richtet sich an Sie und mich, ja, an uns alle, nämlich als Gräuelpropaganda. Also man will Angst und Schrecken erzeugen, den absoluten Schrecken, so wie er sich natürlich wunderbar verdichtet in der Übertragung der Enthauptung irgendeines mehr oder minder beliebigen Mitglieds der westlichen Gesellschaft. Übrigens behandeln diese Leute ihre eigenen Leute keineswegs besser. Ja? Also die dürfen genauso mit Enthauptungen oder ähnlichen Grausamkeiten rechnen wie irgendwelche westlichen Journalisten oder westlichen Politiker oder auch nur Touristen. Also es ist das der absolute Schrecken, mit dem hier Propaganda gemacht wird, das Monströse. Und die zweite Assoziation, die ich dabei hatte, war ein Roman von Josef Conrad. Wenn ich diesen Namen in der Uni nenne, stoße ich immer nur auf absolutes Nichtwissen. Niemand kann mit dem Namen was anfangen. Ich vermute, einige von Ihnen kennen aber Josef Conrad aus. Viele halten ihn nach wie vor für den größten englischsprachigen Erzähler. Also ich persönlich auch. Und was umso erstaunlicher ist, dass er eigentlich von Geburt Pole ist. Aber er hat auf seinen unendlich langen Seereisen diese Sprache so perfekt gelernt, dass er dann wirklich bis zum heutigen Tag unwiderstehliche Geschichten erzählen konnte. Und eine dieser Geschichten heißt The Secret Agent, also der Geheimagent. Und diese angeregt wahrscheinlich von den russischen Terroristen. Ja, also kann man vermuten, das ist der Hintergrund der ganzen Sache. Und worum geht das in diesem Roman? Genau um das, was ISIS heute macht. Die Terroristen dort haben sich nämlich überlegt, mit normalen Terrorakten, mit normalen Sabotageakten, kann man die Leute heute gar nicht mehr erschüttern. So wie wir uns mittlerweile auch auf den Schrecken eingestellt haben, auf den Terror. Es kommen regelmäßig Nachrichten. Ich will jetzt nicht sagen, das berührt uns nicht mehr, aber wir haben Reaktionsweisen entwickelt, um
mit diesen Terroranschlägen umzugehen. Und die Terroristen, wohlgemerkt schon vor 100 Jahren, ja, in Josef Conrads Roman und heute eben dieses, haben sich überlegt, wir müssten da eine höhere Stufe einbauen, abbauen des Schreckens. Der Fehler der bisherigen Terroristen war der, denken Sie etwa an die RAF, ja, daran kann man sich ja noch gut erinnern, der Fehler der bisherigen Terroristen war der, dass sie eine Ideologie hatten, dass sie irgendeinen geistigen Hintergrund, und sei ja noch so wahnsinnig, stipuliert haben und gesagt haben, dass wir, was weiß ich, wir richten Hans-Martin Schleyer hin, weil er der Exponent des Finanzkapitals ist oder so irgendein Blödsinn. Aber es war wenigstens noch ein Weil dabei, irgendeine Begründung, ein Zusammenhang, der ein noch so verrückter Sinnzusammenhang gewesen sein mag. Und darauf, so schon Josef Conrads Terroristen, wollen wir jetzt verzichten. Wir machen das absolut sinnlos. Also was man in keinster Weise irgendwie nachvollziehen kann. Und darauf wird es keine Reaktion, die noch irgendwie, wie soll man sagen, temperierbar wäre, mehr geben. Das erzeugt den absoluten Schrecken. Also die reine sinnlose Tat, nicht weiter ableitbar ist, das erzeugt den absoluten Schrecken. Das ist sicher die Extremform, die Propaganda bekommen kann, Propaganda durch absoluten Terror. Das heißt also, gerade IS wirbt, und alle Propaganda ist Werbung, IS wirbt mit der eigenen Grausamkeit. Das ist auch eine faszinierende Inversion dessen, was wir bisher kannten. Bisher gab es immer bei modernen Kriegen jedenfalls die sogenannten Atrocity Stories. Das heißt, man hat erzählt, und das war dann die eigene Propaganda, wie grausam der Feind ist. Ja? Also, was weiß ich, dass die eben vielleicht ihre Kriegsgefangenen enthaupten oder sonst irgendetwas. Man erzählt der eigenen Bevölkerung oder denen, die man gewinnen will für den eigenen Krieg, die Grausamkeiten der anderen. Die ISIS kommt auf die geniale Idee, wir erzählen unsere Grausamkeiten selber. Ja? Und wir erzeugen damit einen absoluten Schrecken in der Welt. Das ist das eine Extrem von Propaganda. Das andere Extrem ist das, dass man weniger gut beobachten kann, einfach deshalb, weil es genau am Gegenpol eben angesiedelt ist. Das ist eine Propaganda, die gar nicht sich als Propaganda verkauft, sondern man könnte fast sagen, als ihr scheinbares Gegenteil, vor allen Dingen als Information. Also die Definition, die ich Ihnen anbieten würde, als Ausgangspunkt aller meiner Überlegungen wäre, der propagandistische Begriff für Propaganda lautet Information. Ja? Oder wenn Sie so wollen, die Selbstbeschreibung der Propaganda läuft über den Begriff Information. Nun, das ist natürlich eine sehr starke Ausgangsthese, die muss ich ein bisschen versuchen zu begründen. Und jetzt mache ich schon die ersten Schritte in Richtung Journalismus. Sie waren so nett, mich selber ein bisschen zu charakterisieren durch einen wirklich bekannten Namen, den Soziologen Niklas Luhmann. Luhmann ist, wenn Sie mit ihm nicht vertraut sind, ein Vertreter des sogenannten sozialen Konstruktivismus. Wenn man sagt, ein Vertreter von, ist das wahrscheinlich auch unangemessen. Man könnte umgekehrt sagen, es gibt Luhmann und einige Epigonen. Ja, also Luhmann ist wahrscheinlich der einzige Wissenschaftler, jedenfalls im deutschsprachigen Raum, wahrscheinlich sogar in ganz Europa, der noch einmal zu einer Art Hegemonialanspruch durchsetzen konnte. Und an den Unis kann man das wunderbar bemerken, jeder macht Luhmann. Ja, also jedenfalls in den unseriösen Fächern, also in denen ich mich ein bisschen auskenne, also diese Orchideenfächer, Geisteswissenschaften oder wie man sie nennen mag, Sozialwissenschaften, da macht jeder Luhmann. Ja, das ist schon eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Nun gut, worum geht es da? Es geht um den sogenannten sozialen Konstruktivismus. Das heißt, all diese Leute, die denken wie Luhmann, gehen davon aus, dass man zur Wirklichkeit keinen unmittelbaren Zugang hat. Also es ist eine Illusion zu glauben, sie könnten eine unmittelbare Erfahrung von der Wirklichkeit, in der sie leben, machen. Es ist ja meistens so, dass Wissenschaftler das, was jeder normale Mensch denkt, genau auf den Kopf stellen. Das muss auch so sein, denn sonst wären sie wirklich sinnlos und wirkungslos. Aber deshalb, sie müssen natürlich Plausibilität erzeugen für diese verrückt klingenden Thesen, dass nämlich jede Realität, in der wir leben, das Produkt einer Konstruktion ist, einer sozialen Konstruktion ist.
Wenn das so sein sollte, und ich will gleich eine Wege versuchen zu geben, wenn das so sein sollte, dann heißt das aber auch, es gibt gerade das nicht, was wir traditionellerweise, beispielsweise im 19. Jahrhundert, in der Welt der noch intakten bürgerlichen Öffentlichkeit, von Massenmedien erwartet haben. Massenmedien war ja damals Zeitung, ja, Zeitung und Zeitschrift. Das haben wir von denen erwartet und im Grunde erwarten wir es doch heute auch noch, jedenfalls von unseren Lieblingszeitungen oder Lieblingszeitschriften, sagen wir von der FAZ, ja, oder Cicero oder so irgendetwas, was man erwartet, von der seriösen Presse ist doch Objektivität. Ja, auf jeden Fall erwartet man, dass die Journalisten, wenn sie die auch nicht erreichen können, sich wenigstens an dem Ideal orientieren von Objektivität. Nun, wenn es aber so sein sollte, wie man heute übereinstimmend in Wissenschaftlerkreisen meint, dass Realität immer ein Konstrukt ist, ein soziales Konstrukt ist, dann gibt es derartige Objektivität überhaupt nicht mehr. Und das wird Ihnen eben heute besonders deutlich vor Augen geführt, gerade dann, wenn es um Themen geht, die uns allen auf den Nägeln brennen oder die uns alle attackieren mit ihrer Wut und mit ihrer Gewaltsamkeit, vor allen Dingen Kriegsgeschehen unserer Zeit, Syrien, gucken Sie, wohin Sie wollen. Das wurde zum ersten Mal extrem auffällig im Irakkrieg. Da gab es ein Phänomen, an das Sie sich alle noch gut erinnern können, das nannte man Embedded Journalism. Also der Hintergrund ist relativ simpel. Die Amerikaner führten einen Krieg in Vietnam, das war ja ein Nachfolgekrieg, die haben die Franzosen abgelöst und so, das war von Anfang an irgendwie verkorkst und verkorkst. Auf jeden Fall hatte man es ohnehin nur unglücklich zu Ende bringen können, aber es hätte keine Katastrophe werden müssen, wenn das Fernsehen nicht gewesen wäre. Ja, also es war eindeutig, und daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, dass die Amerikaner den Vietnam nicht zu Ende führen konnten, weil er direkt im Fernsehen live gesendet wurde und live in die Haushalte der Amerikaner und der Europäer übertragen wurde. Und das hat niemand ertragen können, und deshalb haben die Leute protestiert und fanden diesen Krieg unerträglich. In gewisser Weise könnte man sagen, heute finden alle Menschen der westlichen Welt alle Kriege unerträglich, weil sie direkt übertragen werden ins Wohnzimmer. Also das war das Problem der Amerikaner, und jetzt mussten sie aber eben dann doch nochmal den Krieg führen, nämlich eben den Irakkrieg, und da kam man eben auf die Idee, sowas wie in Vietnam darf nie wieder passieren. Das heißt, wir müssen die Journalisten so ein bisschen einbetten, ja, in die militärischen Prozesse selbst. Das Interessante an der Sache ist, die Kriegsführung selber war dann ununterscheidbar von der Information. Das kann man sogar medientechnisch en Detail verfolgen. Das hat sein Symbol darin gefunden, dass einige dieser fantastischen neuen Raketen der Amerikaner ihre eigene Zielfindung live übertragen haben. Ja, also man konnte das im Fernsehen verfolgen, wie die dann eingeschlagen sind und explodiert sind. Das haben diese Raketen selber übertragen. Das ist schon eine unglaubliche Entwicklung. Aber das bedeutet auch, die Information ist nicht mehr etwas von außerhalb über einen Sachverhalt, der da draußen ist, und diese Information berichtet objektiv über die Welt, sondern, wenn Sie so wollen, der Krieg informiert über sich selbst. Das heißt natürlich auf Deutsch, er macht Propaganda über sich selbst, und zwar ununterbrochen. Und die Journalisten haben da gar keine Chance dagegen. Gerade die Journalisten, die dann versuchen, dagegen zu halten, sind dann bestenfalls noch tragische Figuren. So wie der großartige Arnett, der von CNN, der damals auf dem Dach des Hyatt saß mit seiner Parabolantenne und da versucht hat, nochmal eigene Bilder irgendwie von irgendetwas zu zeigen. Aber meistens sieht man da nur Journalisten, die irgendwo in irgendeinem Hotel stehen oder sitzen und im Grunde nur berichten, dass sie nichts berichten können, außer dem, was wir ohnehin schon im Fernsehen gesehen haben. Und was sehen wir dann im Fernsehen? Entweder die kriegführende Partei selber bringt die Bilder, die man sehen kann, oder eben ihre Gegner produzieren Bilder. Und genau da sind wir mittlerweile angelangt, mit der wunderbaren Einblendung in jeder zweiten Tagesschau, Quelle YouTube. Können Sie sich sicher daran erinnern, Quelle YouTube. So an den Anfängen schon des Syrien-Konflikts, heißt auf Deutsch, kein Journalist kommt da mehr rein, wenn man trotzdem irgendwie wissen will, was da passiert, musst du dich auf die Leute verlassen, die dort sind, die entweder selber mitkämpfen, höchstwahrscheinlich, oder einfach nur Opfer dieser Kriegshandlungen sind, die berühmten Bürgerreporter, von denen man bei uns ja auch mittlerweile spricht.
Aber das Entscheidende ist, die Quelle ist nicht ein unabhängiger Journalist, der irgendwie noch Möglichkeiten hätte der Kontrolle dieser Information, sondern take it or leave it, glaub's oder glaub's nicht. Das kann man überhaupt nicht überprüfen, was da eigentlich gesendet wird. Und mittlerweile heißt es nicht mehr Quelle YouTube, sondern Quelle Propaganda-Video der IS. Ja, fast jeden Tag zur Hauptsendezeit. Und das sind die einzigen bildjournalistischen Nachrichten, die es dann dazu gibt. Nun, wenn das so ist, der Terror sendet, wenn Sie so wollen, in den offiziellen Massenmedien weltweit. Denn genau darum handelt es sich im Augenblick. Und im Internet ohnehin ununterbrochen, das lässt sich ja wohl überhaupt nicht korrigieren. Ja, dann muss man eine erste resignierte Feststellung machen. Medienkritiker bin ich eigentlich selten, aber man könnte das medienkritisch deuten. Es ist aber eher, wie soll man sagen, so eine Art Privatapokalypse. Jeder Wahnsinn hat seine Website. Das ist einfach das Zeichen unserer Zeit. Jeder Wahnsinn hat seine Website. Jeder Wahnsinn hatte schon immer die Möglichkeit zu einer immer gearteten Form von Publizität. Aber jetzt gibt es die fantastische neue Möglichkeit im Zeitalter des Internet, dass sie sich weltweit organisieren können mit jedem absurden Gedanken. Und es gibt zu jedem absurden Gedanken mittlerweile eine gigantische Gruppe von Followern, ja, wie sie sich selber gerne nennen. Also so verrückt kann man gar nicht sein, dass man nicht Zehntausende von Anhängern für irgendeine Wahnsinnsidee gewinnt, die dann perfekt organisiert ist im Internet. Und das mit ein paar Mausklicks. Leichter geht es wirklich nicht. Nun, nicht nur jeder Wahnsinn hat eine Website. Terrorgruppen wie die IS machen das, was sie machen, Propaganda, nämlich auf einem Niveau höchster Professionalität. Auch das fällt immer deutlicher auf. Das ist nicht so dahin geruscht oder irgendwie zufällig ins Netz gestellt. All das wird mit größter Systematik und höchster Professionalität gemacht. Es gibt einen Artikel im neuesten Spiegel über die Anwerbemethoden der IS in Europa, wo man so ein Gespür dafür bekommt, wie durchdacht, raffiniert das Ganze ist, wie gut organisiert dieser Terror mittlerweile ist. Und wie gesagt, das weiß man eben seit Al-Qaida, der Terror organisiert sich selbst, also dezentral, heterarchisch, oder wie kann man das so schön nennen. Das heißt, wenn Sie den Kopf abschneiden oder den Chef erschießen, ändert sich gar nichts. Also auch das sind keine guten Nachrichten. Womit haben wir es also zu tun? Ich denke, mit einer weltweiten Selbstorganisation der radikalen Verlierer. Ich finde, das ist ein schöner Ausdruck, den Hans-Magnus Enzensberger mal vor ein paar Jahren geprägt hat in einem Spiegel-Essay, die radikalen Verlierer. Diese Soziologen, denen Sie mich mit einem gewissen Recht zurechnen, wie Luhmann, haben immer davon gesprochen, es gibt in unserer Gesellschaft Inklusion und Exklusion. Die Inklusionsmechanismen greifen alle ineinander und wir alle gehören zu dieser modernen Gesellschaft. Es gibt aber auch gleichzeitig Exklusion, Ausschlussmechanismen. Und wenn Sie erstmal von diesen Ausschlussmechanismen erfasst sind, beispielsweise arbeitslos sind mehrere Jahre lang, können die anderen Exklusionen dann nahtlos übergreifen. Am Ende liegen Sie unter einer Reihenfolge, ja, und haben weder irgendeine Versicherung noch sonst irgendetwas. Also diese Dinge hat man bisher so gedeutet, dass also Soziologen dann sagten, die Inklusion vollzieht sich mehr oder minder automatisch durch die systemischen Imperative und die Exklusion vollzieht sich ohne unser Bewusstsein. Wir beobachten das eigentlich immer nur am Rande, also wir sehen die nicht, ja, wie in den Favelas von Sao Paulo oder so. Es gibt sie millionenfach, aber sie bedeuten nichts. Ich glaube, hier ändert sich gerade etwas. Hier, was wir hier zum ersten Mal beobachten, ist die Selbstorganisation der Ausgeschlossenen. Das, was die Soziologen bisher immer für unwahrscheinlich gehalten haben, passiert, glaube ich, jetzt, die Selbstorganisation der radikalen Verlierer. So viel, ich hoffe, einigermaßen für Sie akzeptabel, meine Behauptung, das Thema ist aktuell. Ja? Also es ist extrem aktuell, das Thema Propaganda. Jetzt aber mein Wissenschaftlerbeitrag, denn das, was ich bisher gesagt hätte, hätte Ihnen jeder, der Spiegel liest, auch erzählen können. Jetzt kommt aber was Neues. Nämlich, woher kommt die ganze Sache? Ich habe es ja schon angedeutet, dass meines Erachtens Propaganda flächendeckend ist und dass es verdammt schwer ist, Öffentlichkeit überhaupt zu betrachten, ohne den Begriff der Propaganda. Das ist natürlich eine These, die nun unbedingt begründet werden muss und ich mache das
historisch, allerdings nicht unendlich lang. Ich gehe nicht zurück auf die Propaganda viele der Gegenreformation, das war wahrscheinlich der faktische Ursprung des Begriffs Propaganda, ist jedenfalls keine ältere Quelle, sondern ich belasse es bei Bezügen im 20. Jahrhundert. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, ich weiß, dass viele von Ihnen, vielleicht sogar die meisten, wissenschaftliche Texte gerne lesen. Wenn ich Ihnen einen Tipp geben darf, falls Sie den Mann nicht ohnehin schon gut kennen und das Buch schon kennen, es gibt für unser Thema kein aufschlussreicheres Buch als Walter Lippmanns Public Opinion. Das ist eins der bedeutendsten Werke, jedenfalls zu unserem Thema, das es überhaupt gibt. Und die Aktualität dieses Buches, das mittlerweile über 90 Jahre alt ist, ist erschütternd. Was sagt Lippmann? Meistens kann man bei Amerikanern die entscheidenden Thesen in zwei Sätzen zusammenfassen. Und so auch in diesem Fall. Lippmann sagt Folgendes. Wir leben in einer Gesellschaft, und das könnte Luhmann unterschreiben, wir leben in einer Gesellschaft über großer Komplexität. Das heißt auf Deutsch, es gibt keine Möglichkeit für uns, das, was in der Welt geschieht, eins zu eins abzuhandeln. Im allersimpelsten Fall, wir gucken 15 Minuten Tagesschau, haben dann das Gefühl, wir sind wieder gut informiert, aber in Wahrheit können wir mit keinem einzigen dieser Themen irgendwie kompetent umgehen. Ich jedenfalls nicht. Es gibt Spezialgebiete, wenn vielleicht mal die neuen Börsenkurse eingeblendet werden und Sie sind Börsianer oder sowas, dann sagen, verstehen Sie, worum es geht. Oder wenn Sie zufällig Spezialist für den Nahen Osten sind, dann verstehen Sie vielleicht auch halbwegs, was da in Syrien geschieht. Für mich eine Urszene des Fernsehens wird auch niemals eine Wiederholung bekommen. Helmut Schmidt vor mehreren Jahren wird interviewt zum damaligen Bosnien-Konflikt. Herr Schmidt, was soll man tun dort oder so, wie kommt man da wieder raus? Helmut Schmidt sagt, dazu kann ich nichts sagen, das ist mir zu komplex. Das hat er natürlich erst gesagt, nachdem man kein Bundeskanzler mehr war, das ist ja logisch. Ja. Also ein leitender Politiker, der im Amt ist, könnte niemals sagen, dazu kann ich nicht sagen, ist mir zu komplex. Obwohl jeder Politiker das fast bei jeder Frage sagen müsste. Ja, es ist mir viel zu komplex, ich kann dazu eigentlich gar kein Urteil abgeben. Also das ist der Ausgangspunkt von Walter Lippmann. Die Welt ist viel zu komplex, wir können uns gar keine eigene Meinung bilden zu dem, was in der Welt geschieht. Das nun wiederum, so Lippmann, macht es notwendig, dass die öffentliche Meinung zu allen möglichen Themen systematisch organisiert wird. Und der Gedanke von Lippmann war damals die Massenmedien können das nicht. Die stehen genauso vor einem Chaos von Daten und Informationen wie jeder normale Mensch auch. Deshalb müsste es Experten geben. Es müsste Experten geben, die diesen Wust von Daten und Informationen ordnen, schematisieren und dann den Massenmedien übergeben, damit die das der ganzen Welt anbieten. Wenn man es in Ruhe überlegt, genauso passiert es seit Jahr und Tag und passiert das recht genauso heute, nur unter anderen Namen. Also Organisation der öffentlichen Meinung durch Experten würde das Problem lösen, zu große Komplexität. Lippmann hat natürlich sehr deutlich gesehen, dass, übrigens Lippmann war nicht etwa rechts, sondern Sozialist, nur damit Sie das nicht in den falschen Hals bekommen. Lippmann lässt es letztlich auf die Formel schrumpfen, worum es geht, also was wir leisten müssen, ist das, was er selber Manufacture of Consent genannt hat. Also wir müssen Zustimmung der Menschen in einer Massendemokratie, müssen wir organisieren, ja, also wir in Politik, die demokratische Politik braucht die Zustimmung der Mehrheit, aber die muss man selber systematisch herstellen. Ja, man muss das produzieren, diese Zustimmung. Nun, Lippmann hat natürlich viele Leser gehabt, wie Sie merken, bis zum heutigen Tag, aber er hatte einen Leser, der das ganz besonders ernst genommen hat und der zum ersten Mal auch begriffen hat, was ihn eigentlich beschäftigt. Und dieser Mann war Edward Bernays. Sagt Ihnen der Name etwas, Edward Bernays? Das war der Neffe von Sigmund Freud. Er hat auch maßgeblich dazu Freud verholfen, dass er dann nach Amerika kommen konnte. Aber das ist jetzt nicht die These. Freud war für Bernays wahnsinnig wichtig als zweite Quelle neben Lippmann.
Von Freud hatte nämlich Massenpsychologie und Ich-Analyse übernommen, also die Frage, wie ist das Verhältnis von Massen zu Führern? Also wie können Führer Massen lenken? Freud hat das analysiert, um davor zu warnen vor diesen Mechanismen. Sein Neffe Edward Bernays hat gesagt, oh, tolle Idee, Sigmund, genauso mache ich es. Ja? Also wir müssen genau das aktiv betreiben, ja? Leadership entwickeln, und bei Amerikanern ist Leadership nach wie vor ein positiv besetzter Begriff, selbstverständlich. Wir müssen führen, wir brauchen Führer, und das kann man organisieren. Das kann man massenpsychologisch organisieren. Und man muss vor allen Dingen diese Zustimmungsbereitschaft für die Massendemokratie, die man erkannt hat, systematisch herstellen. Da das eine Technik ist, nämlich eine Propagandatechnik, hat Edward Bernays von Lippmann, Manufacture of Consent, auch ganz leicht verändert, nämlich Engineering of Consent. Ja, also der Ingenieur der Zustimmung, wenn man so will, das ist die entscheidende Funktion innerhalb einer modernen Massendemokratie. Und Bernays hat deshalb auch natürlich sein realistisches Bild von der Wirklichkeit war das, in einer modernen Massendemokratie gibt es zwar eine offizielle Regierung, die wir dann auch wählen, wenn Wahlen sind, aber eigentlich wird eine moderne Massendemokratie von einer unsichtbaren Regierung geleitet. Ja? Die unsichtbare Regierung dieser Leader, dieser Experten, dieser Leute, die als Engineers of Consent arbeiten. Sie sehen daran, dass Propaganda, und das ist interessanterweise von Beginn an so, absolut positiv gesehen wird. Ja, alle diese Leute, wenn Sie so wollen, von der katholischen Kirche der Gegenreformation bis zu Edward Bernays, haben einen vollständig positiven Begriff von Propaganda. Dass es zu einer Negativwertung des Begriffs gekommen ist, hat nur einen einzigen Grund, nämlich die Nazis. Bernays nun wiederum hatte nämlich auch einen ganz besonders brillanten Leser, nämlich Josef Goebbels. Und Goebbels hat die Theorie von Bernays komplett übernommen. Sie finden deshalb in Goebbels Bibliothek auch diese beiden Bücher. Das eine von Bernays heißt Propaganda, ganz simpel. Und das andere Buch heißt Crystallizing Public Opinion. Und das war das Buch, das sich Goebbels als allererstes geschnappt hatte. Und danach hat er sein gesamtes Propagandaministerium dann auch aufgebaut. Also er war, wenn man so der Schlüsselleser für diese ganzen Dinge. Der amerikanische Präsident, für den George Creel die Begeisterung der Amerikaner für den Weltkrieg überhaupt erst erzeugt hat, den die Amerikaner wollten überhaupt nicht mehr Weltkrieg. Und sein Mitarbeiter, nämlich eben Edward Bernays, die haben, also von denen ging genau diese Entwicklung aus, also dieses Crystallizing Public Opinion, die hatten diesen positiven Propagandabegriff. Und der amerikanische Präsident hat, als er sah, was die Nazis da so treiben, gesagt, halt, oder war auch schon im Ersten Weltkrieg, was die Deutschen als Propaganda entwickelt haben, hat er gesagt, nee, wenn die das Propaganda nennen, dürfen wir das natürlich nicht mehr Propaganda nennen. Und so ist dann Edward Bernays auf die tolle Idee gekommen, ach, dann nennen wir es halt Public Relations. Den Begriff kennen Sie besser, ja? Es gibt überhaupt keinen Unterschied, es ist genau dasselbe. Ja? Dürfen Sie natürlich niemanden sagen, der selber in der Public Relations Abteilung arbeitet, ja? Der wird das entrüstet von sich weisen. Aber falls Sie Zeit und Muße haben, fragen Sie einfach doch mal, wo ist denn eigentlich der Unterschied? Ja? Fragen Sie einfach mal, wo ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Werbung, Public Relations und Propaganda? Also ich persönlich habe nach langem Nachdenken immer noch keinen gefunden. Aber das ist, ich bin da lernbereit. Vielleicht in der Diskussion. Nun, die letzte Phase, die das Ganze erreicht hat, habe ich noch 5 Minuten gehört, ja? Die letzte Phase, die das Ganze erreicht hat, führt uns jetzt endlich in die Gegenwart. Das letzte Stichwort, das ich dazu gebe, lautet Nudge. Nudge ist ein Wort, wenn Sie in eine Bahnhofsbuchhandlung oder eine Flughafenbuchhandlung gehen, da liegt das Buch vielleicht immer noch gestapelt. Es ist nämlich ein Bestseller. Ein Bestseller von zwei Rechtswissenschaftlern in Amerika, Cass Sunstein und Richard Thaler. Und auch die hatten das Wahnsinnsglück, einen Idealleser zu finden, nämlich Barack Obama. Ja, also Sie haben Ihr Buch da rausgebracht. Naja, Barack Obama liest wahrscheinlich, er hat lesen lassen, vermutlich. Er hat
irgendjemand seiner Leute hat das Buch gelesen und hat gesagt, das ist es. So machen wir es. Nämlich was? Das ist es. Natsch. Im Deutschen heißt es auch Natsch, weil das, der Titel nicht elegant zu übersetzen ist, aber leicht zu verstehen. Das ist nämlich der Schubser in die richtige Richtung. Ja, wenn Sie mit einem kleinen Kind durch die Kölner Innenstadt gehen und das macht so ein Random Walk, dann müssen Sie auch immer so, so ein bisschen schubsen, damit es richtig vorankommt. Und dieser Vorstellung, Schubser in die richtige Richtung, der wird jetzt eben übertragen, wenn man so will, von den Kindern, die noch nicht richtig die gerade Strecke finden, auf uns alle, auf Erwachsene. Nämlich dahinter steht die Überzeugung, die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist. Ja, das ist die Grundüberzeugung. Die Menschen wissen nicht, was gut für sie ist und deshalb, um bei meinem letzten Thema zu bleiben, spielen sie. Ja, oder sie essen Fast Food. Was machen die Leute noch so schlimme Dinge? Trinken Alkohol, fahren zu schnell Auto, fahren ohne Helm, Fahrrad. Oder, also die Menschen machen eigentlich alles falsch. Oder sie geben ihre Kinder nicht gleich in die Kinderkrippe. Ja, also lauter solche Dummheiten machen die Menschen. Und da muss doch irgendjemand denen sagen, wie man richtig sein Leben gestaltet. Gott sei Dank gibt es ja jetzt Experten, intelligente Leute, Lieder, die wissen, wie man das Leben richtig organisiert. Und glücklicherweise arbeiten wir auch noch für die Regierung. Also, was macht man? Man entwickelt eine Form eines neuen Paternalismus. Also buchstäblich Vaterstaat, wieder wortwörtlich genommen. Der Staat führt, nimmt seine Kinder an der Hand und führt sie durchs Leben, von der Krippe bis zur Bahre. Das ist das, was man immer schon unter Paternalismus verstanden hat, immer auch wohltätig. Also wohlgemerkt, der Paternalismus ist auch immer ein wohltätiges System. Man will nur das Beste der Menschen. Ja? Und Cass Sunstein und Richard Thaler, und das ist das Hervorragende an den Amerikanern, scheuen auch nicht die dollsten Paradoxien. Und im Untertitel steht dann, das sei also eine Theorie des libertären Paternalismus. Also allein die Form ist doch voll libertärer Paternalismus. Ja, und was soll ich Ihnen sagen, falls Sie es nicht längst schon wissen? Das ist die Sozialpolitik von Barack Obama. Und als er das eingeführt hatte, hat er Cass Sunstein, einen der Autoren, zu seinem persönlichen Berater gemacht. Und es hat nur ein paar Wochen gedauert, bis von der anderen Seite des politischen Spektrums in Europa jemand ihm nachgefolgt ist, nämlich niemand geringer als Cameron. Cameron, der in England mitten in der Regierung eine sogenannte Nudge-Unit eingerichtet hat. Ja, also das ist die offizielle Politik jetzt auch Englands. Und wenn ich mich nicht sehr täusche, ist es auch die offizielle Politik in Deutschland. Die heißt hier allerdings vorsorgender Sozialstaat. Ja, also ich glaube, das ist genau dasselbe. Das ist ein etwas umständlicher Ausdruck. Man hätte auch einfach wieder Nudge sagen können. Also, ja, wenn das alles so ist, was bedeutet das eigentlich? Ich glaube, das bedeutet also Allgegenwart von Propaganda, offenbar allergrößte Schwierigkeiten, eine Gegeninstanz zu finden, etwa Massenmedien, von denen man was erwartet hat eigentlich früher immer, Aufklärung, gerade gegen Propaganda etwa des Staates, Aufklärung, wird offensichtlich immer schwieriger, um nicht zu sagen, die Aufklärung ist gescheitert. Wir leben stattdessen in einer Art Informationshypnose. Das war die Diagnose, die Jacques Ellul schon vor Jahrzehnten gestellt hat. Ich finde, sie ist richtiger denn je. Und was die ganze Sache noch schlimmer macht, wenn es stimmt, was Walter Lippmann schon vor 100 Jahren fast beobachtet hat, nämlich, dass die Welt zu komplex ist, als dass wir uns selber durch eigene Informationsverarbeitung eine eigene Meinung bilden könnten, wenn das denn stimmt. Dann muss man sogar davon ausgehen, dass die meisten Menschen ein Bedürfnis danach haben, propagandiert zu werden. Es gibt ein Bedürfnis nach Propaganda. Und deshalb kann ich nochmal mit meiner Formel schließen. Propaganda ist die Public Relations der Bösen und Public Relations ist die Propaganda der Guten. Danke Ihnen sehr.